Wusstet ihr, dass es im Schottischen und seinen Dialekten über 400 Wörter für das Wort Schnee gibt? Ja, liebe Leute, hier ist wieder Stefan vom Talk Club. Mal wieder mit einem sinnlosen Funfact zu beginnen. Und ich musste heute diesen unglaublich geilen Spätmärztag nutzen, um mich nach der Arbeit nochmal aufs Moped zu schwingen. Jetzt bleibt es ja nach der Zeitumstellung schön lange hell. Wir haben annähernd 25 Grad hier im Rheintal. Und ja, da hieß es für mich raus aufs Bike und so in bester Tradition Motovlog. So 1-2 habe ich heute vor aufzuzeichnen und will mich auch gar nicht lange aufhalten, weil heute so unglaublich geiles Motorradwetter ist. Ja, habe ich mir auch ein lustiges Thema ausgesucht zum Thema Motorrad. Nämlich, ich wollte euch mal meine liebsten, ikonischsten Motorradfilmszenen mitteilen. Ja, hab mir so überlegt, hey, über was kannst du so erzählen? Und dabei ist mir so in den Sinn gekommen, zum einen könnte man mal, werde ich wahrscheinlich auch noch mal, ein Video machen zu Motorradfilmen, also Filme, die, wo das Motorrad eine Hauptrolle spielt oder für die Handlung wichtig ist oder eingebunden wurde, ja, oder auch Videospielumsetzungen mit dem Thema, aber vorab erstmal ein Video mit ikonischen Szenen. Das soll jetzt auch kein Ranking sein, ja? Also nicht, das hier ist die beste Motorradszene ever oder so. Nein, mir geht es tatsächlich darum, Filmszenen zu benennen mit Motorrädern, wo in den Filmen können die Motorräder mit eine tragende inhaltliche Rolle gespielt haben oder eben auch nicht, sondern nur Stilmittel gewesen sein, die aber für mich, ganz persönlich für mich, in Erinnerung geblieben sind, aus den verschiedensten Gründen. Sei es, weil es halt ein Alter war, wo ich noch geprägt wurde, sei es, weil sie einfach extrem gut umgesetzt waren, sei es, weil sie mich emotional angesprochen haben. Und persönlich habe ich da so 3-4 Szenen, die für mich herausstechen, muss ich so sagen. Oder ja, doch, die mir immer als erstes in den Sinn kommen, wenn ich daran denke. Ja, und das, darum soll es ja gehen. Und ehe ich jetzt noch viel länger um den sinnlos heißen Brei herumrede und der kalt wird, fange ich gleich an. Die erste Szene. Und da werden jetzt viele wahrscheinlich schon schmunzeln und denken, what the fuck? wenn sie den Filmtitel hören. Die ist aus Die unendliche Geschichte, Teil 2 oder 3, weiß ich jetzt gar nicht, nicht aus dem ersten. Denn da gibt es eine Szene, die hat als Kind so ne, geguckt und geschmunzelt und in Erinnerung geblieben und für mich so Ausdruck dessen, was auch Motorradfahren ausmacht. So eine Art Lebensgefühl und Freiheit. Nämlich, da gibt es eine Szene, in der, ich glaube im Deutschen heißt der Felsenbeißer, na, also so ein riesiger Steinriese, mit seinem Junior einkaufen fährt. So, und das macht er nicht auf einem Motorrad im herkömmlichen Sinn, sondern es ist ein überdimensioniertes. Verdammt. Jetzt muss ich überlegen. Hier muss ich umdrehen. Gesperrt. Naja, egal. Also, es geht um die Szene, wo er mit dem Junior einkaufen fährt. Und dabei sitzt er auf so einem motorisierten Dreirad. Ich weiß nicht, ob es in dem Film, ob er das antreten schieben soll, aber es wird halt untermalt mit Born to be Wild, ja, und er heizt da durch den Wald. Junior vorne drauf, der sich einen Ast freut. Und es für mich vermittelt es schon so ein bisschen die Idee. Ja,
die Freiheit, das Motorradgefühl. Und das ist mir extrem in Erinnerung geblieben. Als zweites kommen jetzt noch zwei Filme aus den 80ern, die ich dann aber als Stöpke irgendwann später gesehen habe. Zum einen ein Film, der vielen bekannt sein wird, und ich will da jetzt auch gar nicht weiter auf die Handlung eingehen, weil die durchaus, ach, mir schlägt hier der Jackenkragen an den Helm, ist ein bisschen nervig, nämlich Top Gun. Ja, und ja, ich weiß, das sind vom Pentagon mitfinanzierte Semi-Propagandafilme, alles dahingestellt, und auch Tom Cruise kann man durchaus kritisch sehen, ist mir alles bewusst, aber tatsächlich die Szene, wo er mit seiner Kawasaki neben der Startbahn und den startenden F-14 herfährt, die hat schon was stilistisch, ja, also vermittelt schon viel Motorradfeeling, auch wenn er dabei keinen Helm trägt und so, aber ist ja in den USA auch keine Pflicht, ja. So, jetzt halte ich hier mal kurz an und nehme euch gleich wieder mit, denn ich muss diesen Kragen beseitigen. So, da bin ich wieder. Also Top Gun war ich noch als Film. Und jetzt habe ich echt ein Problem. Verdammt! Baustelle. Na, ich guck mal, wie weit ich komme. Ich kenne hier so ein paar Schleichwege. Mit ein bisschen Glück komme ich da durch. Wenn nicht, muss ich gleich umdrehen. Der nächste Film, auch aus den, glaube ich, Ende der 80er. Tron. Ja? Ich weiß, da werden jetzt diese Tron-Motorräder, also in der Neuverfilmung Tron Legacy, ja, aber in Tron selber, ich komme hier nicht weiter. Naja, da muss ich halt umdrehen. Und einen anderen Weg fahren. Ich glaube, hier komme ich nicht lang. Egal. Denn in Tron eine ganz ikonische Szene, und da geht es ja nun mal irgendwo ums Motorrad, auch wenn sie sehr stilisiert sind. Die heißen, glaube ich, im Englischen Light Cycle, ja, also die Lichtgeschwindigkeitsmotorräder, sollen es so sein. Da düsen die ja so lang und ziehen so die Wände hinter sich her. Fand ich damals, als ich es gesehen habe, extrem cool. Ja, gab es ja auch Videospielumsetzungen, sau witzig. Ist mir sehr in Erinnerung geblieben und wurde dann natürlich bei Tron Legacy auch optisch opulent wieder genutzt. Ja, auch für mich so eine ikonische Szene, die in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in die 2000er hinein. Wenn wir die Kurve hier genossen haben, ja, hier, wer hier im Siebengebirge ist, die macht zu noch mal richtig. Naja, ist ein bisschen langsam. Nämlich Matrix. Und nicht Matrix 1, der einer der geilsten Filme überhaupt war, sondern einer der etwas schlechteren Fortsetzungen, wobei ich die eigentlich auch ganz gut fand, aber ist ja alles Geschmackssache, nämlich in Matrix Reloaded, die zwei Szenen, zum einen, wo die Trinity zu Beginn durch die Stadt heizt mit einer, ich glaube, einer 999 soll das sein, Ducati, die ja sowieso für ihr Design ein bisschen verpönt war von den Fans und von der Fachpresse, aber in dem Film passte sie stilistisch extrem gut rein, und dann schön in dieses Wärterhäuschen springt, ja. Und dann noch in der Fortsetzung, glaube ich, Revolutions, die Highway-Verfolgungsszenen fand ich auch extrem cool. Also hat was. Ja. Waren so die Szenen für mich, ganz persönlich für mich, wo ich sage, das sind meine Lieblingsszenen in Film mit Motorradzusammenhang. So, und jetzt seid ihr gefragt. Ihr könnt ja mal reinhauen, weil das ist natürlich sehr subjektiv, ob es solche Szenen für euch gibt im Film, wo Motorräder irgendwie prominent eingebettet wurden und die euch sehr in Erinnerung geblieben sind. Ihr könnt natürlich auch direkt mal Motorradfilme anreißen
Wie gesagt, da will ich wahrscheinlich noch mal so ein Video zu machen, weil da gibt es natürlich auch noch einige, die da sehr ikonische Momente gezaubert haben. Aber mir ging es ja halt eben um prägende Szenen, ja, die mir immer wieder ins Gedächtnis poppen, wenn ich an Film und Motorrad in Kombination denke. So, also warte ich auf eure Kommentare. Antwort von mir kriegt ihr immer. Und ansonsten, Like und Abo würden mich auch freuen. Sieht man sich hoffentlich im nächsten Video. Viele Grüße, Stefan vom Top Club.